Worum soll es gehen? Also der Titel ist natürlich ein bisschen bewusst provokativ gewählt. Ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nahe. Aber ich glaube auch, dass der Titel doch auch seine Berechtigung hat, weil manchmal hat man schon das Gefühl, das ist halt eben nicht nur neuer Wein, der einem da geboten wird, sondern häufig eben alter Wein. Ich hoffe, das wird im Laufe meines Vortrags klar. Ne? Sie kennen dieses Zitat aus dem Matthäus-Evangelium. Und natürlich machen wir nicht Digitalisierung dadurch kaputt, dass wir vielleicht alte Methoden verwenden. Aber ich glaube, eine Sache, die dennoch passieren kann, das ist eben die, dass wir der Digitalisierung und unseren Digitalisierungsbemühungen einfach einen Bärendienst erweisen. Ja, weil eben manche Kollegen und Kolleginnen halt sagen, naja, das kann man doch auch anders machen, das ist doch gar nicht so neu. Und ich glaube, da haben wir immerhin wirklich noch etwas Luft nach oben, dass wir das ein bisschen anders gestalten können. Und ich hoffe, dass ich Sie davon heute ein bisschen überzeugen kann mit den Beispielen, die ich Ihnen zeigen möchte. Ich werde über drei Sachen reden. Zunächst mal ein bisschen über, ganz kurz über Digitalisierung, so wie ich es manchmal erlebe. Und dann möchte ich über Autorensysteme reden, am Beispiel eines Autorentools, ganz schnell deutlich zu machen, wie leistungsfähig die sind und wie wenig wir eigentlich dafür brauchen. Und den größten Teil meines Vortrags, den verwende ich in der Tat auf Beispiele aus meiner eigenen Lehre. Also das sind jetzt nicht Beispiele, die extra nochmal aufbereitet worden sind oder so, sondern das sind Beispiele direkt sozusagen aus meiner Lehre heraus. Kommen wir kurz zur Digitalisierung ganz allgemein. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Digitalisierung als Unterstützung der Lehre für uns alle enorm wichtig ist, enorm hilfreich ist. Ich will da gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen, das können Sie selber lesen, wenn Sie möchten, aber Organisation von Lehren und Lernen wird enorm erleichtert durch die Digitalisierung. Inhaltssicherung, teilweise auch Inhaltserarbeitung und auch Prüfen und Bewerten wird durch Digitalisierung häufig erleichtert. Und ich sehe da vor allen Dingen einen ganz großen Vorteil der Digitalisierung darin, dass es skalierbar ist. Also ob ich was mit 10 Studierenden mache oder mit 10.000, naja, 10.000, aber 100 oder 1.000, macht da wenig Unterschied. Wenn wir aber jetzt zur Unterstützung der Digitalisierung oder zur Digitalisierung bei der Vermittlung und bei der Erarbeitung von Wissen kommt, ich finde, da sieht es halt tatsächlich ein wenig anders aus. Und manchmal habe ich da schon ein bisschen das Gefühl, dass Folgendes passiert ist. Also wir haben hier den Lehrer Lempel, ja, mit seiner Einbahnstraße. Und der liefert uns das Wissen. Und das haben wir nun zum Glück in der Hochschuldidaktik doch schon seit einer Zeit hinter uns gelassen. Ja, und wir haben also jetzt verschiedene Methoden. Wir integrieren die Studierenden mehr und so weiter. Ja, und was dann, glaube ich, manchmal passiert in der Digitalisierung der Hochschullehre, ist, dass wir oft leider wieder zurückgehen zu dem Lehrerlempel. Ja, wir haben eben dann diese Einbahnstraße, nur weil es jetzt eben über irgendein Learning-Management-System läuft oder auf dem Smartphone abrufbar ist, macht es das nicht automatisch innovativ. Und ich glaube, dass es da eben ganz zu Recht auch Kritik dran gibt. Das heißt, das ist also so ein kleines Problem, wie ich es manchmal sehe. Und man kann dann schon, denke ich, von vielleicht sich fragen, ist das denn nicht vielleicht doch alter Wein in neuen Schläuchen? Oder sind das nicht doch didaktisch eigentlich Rückschritte, wenn ich plötzlich so stark wieder auf den Vortrag fokussiere? Jetzt meine Vorstellung, die ich habe von digitaler Lehre, die sollte eigentlich sein wie ein Besuch in einem guten Museum. Und bei einem Besuch in einem guten Museum, ja, Sie waren sicherlich alle schon mal in guten Museen im Vergleich zu nicht so guten Museen, da werden Sie sehen, dass Sie Inhalte erfahren und erleben. Das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht mittlerweile bei guten Museen. Sie haben ein hohes Maß an Autonomie und es gibt individuelle Pfade, durch die sie geleitet werden oder nicht geleitet werden, die ihnen vorgeschlagen werden. Und es gibt Hilfen, wie sie diese Pfade nutzen wollen. Ich habe hier ein kleines Beispiel. Hier unten, vielleicht kennt das der eine oder die andere, das ist das Wikingermuseum in York. Und Sie sehen ganz links in dem Bild, da steht Viking Age, Norman, Medieval, Tudor, Stuart. Das sind die verschiedenen Erdschichten, die auf der Wikinger-Erdschicht lagen, die man also abtragen musste, bevor man überhaupt mal auf die Erdschicht kam, in der die Wikinger lebten. Und das kann ich den Besuchern und Besucherinnen im Museum erklären und erzählen, aber ich kann es sie erfahrbar machen lassen. Und das ist genau in diesem Museum passiert.
Man ging, also Sie sehen das in dem großen Bild, man ging die Treppe runter und bewegte sich also von oben nach unten durch diese Erdschichten durch und stand dann irgendwann bei einer Wikingerfamilie im Wohnzimmer sozusagen. Das ist Inhalt erfahren, das ist Inhalt erleben. Und ich glaube, mittlerweile ist das auch möglich, dass wir das auch tun, auch wenn wir keine Programmierer sind und so. Nämlich, das ist oft dann das, was man hört, ja, aber ich selber kann das nicht, Programmierer kosten Geld, an anderen kommt eh nichts Vernünftiges dabei raus. Das sind alles in der Tat berechtigte Zweifel, die man anmelden kann. Aber ich glaube, mittlerweile mit neuen Autorentools sind das eigentlich keine Zweifel mehr, die man haben muss. Also wenn man, wir alle hier in diesem Raum sind halbwegs digital affin und informatisch leicht affin. Und ich glaube, mit solchen neuen Tools können wir das leisten. Und da möchte ich Sie heute ein bisschen von überzeugen und dann ein paar Beispiele zeigen, was damit alles so machbar ist. Nur ganz kurz einen kleinen Einblick in dieses Tool, das ich nutze. Das heißt Active Presenter. Es gibt auch andere. Das ist ein Autorentool, das ist folienbasiert, genauso wie PowerPoint. Wenn Sie also PowerPoint kennen, kennen Sie auch schon viel von Active Presenter. Sie können Ihre Sachen in verschiedene Formate exportieren. Es gibt Templates für verschiedene Aufgabentypen, wo, so wie Sie das auch aus jedem Learning Management System kennen. Und es gibt halt eine Reihe von interaktiven Elementen, mit denen man dann interessantere Sachen machen kann, vielleicht als man sie in den Learning Management Systemen machen kann, beziehungsweise man kann sie viel freier gestalten, als es in den Learning Management Systemen möglich ist. Was man noch ein bisschen braucht, um das Ganze zu verstehen oder mit diesem Programm umzugehen, ist, man braucht eine Vorstellung von Objektorientierung. Und wenn Sie diese Vorstellung haben, wenn Sie das mal verstanden haben, das ist nicht schwer zu verstehen, aber dann erklärt sich halt vieles in den Tools von selbst. Und Objektorientierung ist nur ein Konzept aus der Softwareentwicklung. Man versucht, komplexe Systeme als Zusammenspiel von Objekten wie in der realen Welt zu verstehen und zu modellieren. Und Objekte haben Eigenschaften wie ich habe eine Körpergröße, bin Linguist, ich bin kein Programmierer. Man führt Methoden aus, Objekte tun Dinge, schlafen, essen, Vorträge halten und sie reagieren auf Ereignisse. Und diese Denkweise, die braucht man, um mit diesem Autorensystem hier zu arbeiten, aber eben auch mit anderen. Aber wenn man das dann geschafft hat, ist das relativ einfach umzusetzen. Ich möchte das hier in einem Beispiel aus meinem Linguist's Lair, einem Lernspiel, zu dem wir nachher noch kommen, kurz mal verdeutlichen. Diesen Screensaver, oder diesen Bildschirmhintergrund, den Sie hier sehen, der soll nicht von Anfang an sichtbar sein, sondern soll es dann sichtbar sein, wenn der Spieler, die Spielerin sich im Computer eingeloggt hat. Ja, das heißt also, diese Grafik hat eine Eigenschaft, dass erstmal versteckt ist und dann, wenn eine bestimmte Sache erfüllt ist, also eine bestimmte Variable auch wahrgesetzt worden ist, dann erscheint es dir. Ja? Und das ist also konzeptuell, wird es nicht tiefer bei der ganzen Sache. Das ist es auch schon. Zum Beispiel, ne? Also wenn man halt mit Variablen arbeiten will in diesem Programm. Variablen, da haben wir drei Typen. Sie müssen eine Ahnung haben, was String-Variablen sind, was numerische Variablen sind und boolesche Variablen. Und damit haben wir insgesamt einen überschaubaren Werkzeugkasten. Der sieht nicht so aus wie das, was Sie hier rechts sehen, sondern der sieht viel eher so aus. Ja, es ist wirklich nicht viel, was man braucht, um mit solchen Tools arbeiten zu können. Und die Effekte sind ganz ausgezeichnet, wie ich finde. Ja, also diese Folienorientierung, Objektorientierung, Umgang mit Variablen. Und wenn Sie dann noch ein bisschen JavaScript können, macht das die Sache nochmal deutlich besser, aber auch ohne irgendwelche JavaScript-Kenntnisse. Geht das schon wunderbar. Und wie gesagt, ich bin kein Programmierer und ich habe es auch geschafft. Naja, okay, kommen wir also zu ein paar Beispielen. Und ich hoffe, dass diese Beispiele Sie dann ein bisschen mitnehmen. Wir hatten gerade eben davon geredet, dass wir insgesamt sind das hier so die Guidelines, die ich mir so ein bisschen gesetzt habe. Es geht bei allem darum, das Ganze ist in der Corona-Lage entstanden und mein großes Ziel war es, dass ich meine asynchronen digitalen Vorlesungen so interaktiv mache, wie ich sie auch in Präsenz machen würde. Und das heißt das für mich alles. Also die Studierenden sollen aktiv mitmachen, nicht konsumieren. Es gibt Hilfestellung, es gibt Erinnerungen, da sind auch Gamification-Elemente drin. Sie sollen Autonomie erfahren, ihre eigenen Pfade durch das Material gehen. Sie sollen mit Daten arbeiten können in der Vorlesung. Hypothesen bilden. Inhalte sollen erfahrbar gemacht werden.
geht also nicht darum, dass ich Dinge erzähle, sondern ich stelle eine Umgebung zur Verfügung, wo die Studierenden Inhalte erfahren können. Und auf das Serious Game kommen wir dann später noch. Kurzes Beispiel für Autonomie und individuelle Pfade. Das haben wir hier. Wir sehen, das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer Sitzung zur History of English. Und die Studierenden haben hier vorher schon einen entsprechenden Text gelesen und die sollen jetzt hier zunächst mal die Major Events in der Zeitleiste verankern und an die richtige Stelle rücken. Und Sie sehen, dann passiert hier immer irgendwas. Es gibt eine kleine Zusatzinformation, es gibt ein kleines Bildchen, ein paar von denen kennen Sie sicherlich auch. Ich hoffe jetzt, dass ich sie alle richtig unterbringe. Das müsste hier sein. Man ist ja auch aufgeregt, wenn man so vorträgt. Das müsste hier hinkommen. Great Vowel Shift. Okay. Und dann die Printing Press. Ungefähr hier. Ja, und wenn die Studierenden das also gemacht haben, dann haben sie jetzt ihre eigene Möglichkeit, das weiter zu betreiben. Sie können dahin gehen, wo sie wollen. Und eine Möglichkeit zum Beispiel hier wäre, jetzt zu den Wikingern zu gehen und sich das halt genauer anzuschauen. Und wie gesagt, wir haben vorher einen Text gelesen und jetzt gibt es hier halt eine kleine, ganz einfache Multiple-Choice-Frage dazu. Ja, und die kann man dann halt hier hoffentlich richtig anklicken. Und dann gibt es halt hier eine Hilfestellung, give me the number of correct answers. Und das erscheint, oh, the number of correct statements is 5. Ja, click to close. Und hier haben wir dann jetzt so dieses bisschen ein Gamification-Element, damit die Studierenden halt nicht alles sich immer weiter Hilfe holen. Können Sie das nur 7-mal machen? Wenn ich mich 7-mal durchgeklickt habe, bin ich hier bei einem weinenden Smiley. Und das hält davon ab, das über zu benutzen. Dann kann ich mir hier noch die Hilfe holen. Welche ist davon richtig? Oh, die scheinen sogar alle richtig zu sein. Super, dann gebe ich das hier ein. Jawohl, war alles richtig. Und dann geht es halt weiter. Which of the five lines marks the southern boundary of the Dane Law? Ich mal hier drauf klicke, da bekomme ich so ein Negativ-Signal. Hier, das ist die richtige Linie. Und dann springt das Ganze wieder zurück. Ja? Und dann kann ich mir einen neuen Pfad wählen und das eine andere Sache explorieren. Wunderbar. Dann möchte ich ein kurzes Beispiel geben. Moment, muss mal hier durchklicken, wir bleiben hier. Ich möchte ein kurzes Beispiel aus der Phonologie bringen. Was die Studierenden hier machen sollen, und das ist mir immer sehr wichtig, diese Konsumentenrolle, die möchte ich dadurch aufbrechen, dass die Studierenden sozusagen immer damit rechnen müssen, ich kann jederzeit drangenommen werden im Grunde. Es kann jederzeit was von mir verlangt werden. Das ist eben was anderes, als wenn ich weiß, ich habe so eine Darstellungsphase und dann wissen die Studierenden, okay, und jetzt kommt die Fragephase, dann kommt wieder eine Darstellungsphase. Ja, dann haben wir eben, dann trainieren wir das so ein bisschen an. Konsum, und jetzt werde ich aktiv, dann kann ich wieder konsumieren, jetzt werde ich wieder aktiv. Hier in diesem Fall kommen die halt immer wieder, müssen damit rechnen, oh, jeder will was von mir. Ja? Und deswegen gibt es eben solche Fragen auch in diesem, ich sag mal, Vorlesungsteil, ja? Nicht in diesem roten Quiz-Teil, der zu der Vorlesung gehört, sondern auch in diesen Vorlesungsteilen. Und ich habe gerade eben gesagt, Hilfestellung ist wichtig. Auch nochmal nachfragen können ist wichtig. Naja, und hier zum Beispiel sollen die jetzt eintragen, was ist das Merkmal, was P und B unterscheidet. Und das ist die Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit. Und wenn die jetzt nochmal Hilfe brauchen und mal gucken, wie sieht eigentlich die Konsonantentafel im Englischen aus, gehen sie halt eben hier drüber. Sehen diese Konsonantentafel, sehen da P und B, können Sie sich das da nochmal anschauen. Wenn das noch nicht reicht, können Sie auch hier nochmal sich das Ganze erklären lassen und sich nochmal erklären lassen, am Beispiel von Bert und Bert, wie man da zu der Lösung kommt. Ja? Also das ist schon ein Empowerment der Studierenden auch, was dadurch möglich wird. Und das Wichtige bei der ganzen Sache ist, das ist ein großer Vorteil dann zur tatsächlichen Präsenzvorlesung. Jeder und jede Studierende hat alle Zeit der Welt, die sie möchte, um in ihrem eigenen Tempo diese Aufgaben zu lösen. Ja, und Sie wissen das selber aus den Präsenzvorlesungen. Wenn ich eine Frage stelle, sind immer dieselben 5 Hände oben.
Ja? Und die anderen 95, die sind vielleicht gefrustet, oh, jetzt kommen wir nicht dran oder oh, ich bin nicht so schnell. Und das ist natürlich einer der großen Vorteile bei solcher Art von Lehre. Ein weiteres Beispiel. Ist aus dem Bereich der Syntax. Und da möchte ich das einfach nur mal kurz mit Ihnen durch, um zu zeigen, was da auch einfach möglich ist. Zum Beispiel hier ist die Aufgabe für die Studierenden. Okay, das lese ich hier also vor. Also die Aufgabe ist, denke ich, klar, man soll eben auf die Adjektive klicken. Und solche Sachen sind mir wichtig, damit die Studierenden, so wie es auch in der Präsenzvorlesung machen, die Möglichkeit haben, selber mit Daten zu arbeiten. Ja? Und in diesem Fall mit den Adjectives gibt es halt zwei Möglichkeiten. Ich führe jetzt nur mal eine vor, wenn ich halt brillig habe, slithy oder slithy, all mimsy were the borogoves and the mome raths outgrabe. Also mome raths wäre dann das Substantiv, Subjekt. Das wäre ein Substantiv, dann wäre das ein Adjektiv. Und wenn ich das so mache, dann bleiben noch vier Nomen übrig. Ja, Toves in the way were the borogoves and the mome raths outgrabe. Also outgrabe wäre dann ein Verb. Okay, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber was eben passiert ist, wenn die Studierenden die andere Variante wählen, bekommen sie eben anderes Feedback. Ja? Und das ist also alles möglich. Man setzt da eben eine entsprechende Variable und dann kann man die Vorlesung verzweigen lassen. Ja? Und sowas ist also mittlerweile möglich und das finde ich eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Zwei Beispiele möchte ich Ihnen noch geben. Dieses Beispiel hier hat mit dem Great Vowel Shift zu tun, also einer großen Vokalverschiebung in der englischen Sprache. Und wieder, ich könnte die präsentieren, aber habe ich die Möglichkeit, dass die Studierenden das selber finden können. Die können also den Great Vowel Shift entdecken. Es gibt halt hier die Möglichkeit, dass die sich das auch immer noch mal vorlesen lassen von mir. Feiermann, hört das gerade nicht. Sie müssten das nochmal freigeben, den Ton. Okay, ist aber auch egal. Stört dich, danke für den Hinweis. Stimmt, ich habe vergessen, den Ton freizugeben. Also man kann sich das anhören und dann geht es darum, dass man eben diese Vokalsymbole des, ne, das ist jetzt gerade die Ansage, was sie machen sollen. Ich muss mal gerade vorspulen, bis das dann sozusagen freigegeben wird. Okay, ja, und man, Schures wird das ausgesprochen. Okay, dann heißt, das erscheint dann hier. Und dann wissen wir natürlich im modernen Englisch, das ist Schaues. Ja, und auf diese Weise entdecken eben die Studierenden selber, welche Lautverschiebungen da gemacht worden sind. Ne? Sie entdecken also den Great Vowel Shift. Dann habe ich noch zwei Beispiele zur Frage von Erfahrung machen. Eine Erfahrung, ganz einfach, die kennen Sie vielleicht auch. Weiß ich, vielleicht ist Ihnen dieses Riddle hier bekannt. The father and son are in a horrible car crash that kills the dad. The son is rushed to the hospital just as he's about to go under the knife. The surgeon says, I can't operate, that boy is my son. Was ist hier los? Wie lässt sich dieses Riddle erklären? Ich habe selber dafür lange gebraucht. Aber es geht halt darum, die Mutter war der Surgeon. Ja? Und wenn ich also jetzt hier schreibe, the surgeon is the mother oder so, ja, dann wird darauf reagiert. Und ich erzähle, oh super, das hast du geschafft. Wenn ich was anderes hinschreibe, dann klappt das halt nicht. Ja? Und dann kommt ein anderes Feedback. Also die Vorlesung verzweigt dann wieder. Und ein letztes Beispiel, um das noch einmal klar zu machen, was ich mit memorable moments meine, ist, das finden wir hier, genau.
Okay, so, es geht also hier um die sogenannten Minims, das sind so diese kleinen, wie so ein Buchstabe 1, wenn Sie in mittelalterlichen Schriftstücken das M zum Beispiel sehen, sieht das aus wie drei kleine Buchstaben 1, das ist in den Minims und das ist ein Problem gewesen, dass man dann plötzlich den Text gar nicht mehr erkennen konnte und dadurch sind manche Kombinationen beim U zum Beispiel sogar zu einem O gemacht worden. Deswegen haben wir so eine komische Schreibweise im Englischen teilweise, zum Beispiel bei Love. Ja, das ist eben nicht mit U geschrieben, sondern mit O. Das kommt daher. Naja, und das kann ich erzählen. Oder ich kann eben das erfahrbar machen. Und erfahrbar wird es, wenn ich die Studierenden hier draufklicken lasse. Und jetzt haben die plötzlich hier nur ein bisschen Zeit, diese erste Zeile hier zu übersetzen. Also ne, zu paraphrasieren, in, oder wie auch immer man es nennen möchte, ja, in moderne Schrift. Und auf diese Weise wird halt dieses Minim-Problem erfahrbar. Es ist eben nicht nur was, was ich erzähle, sondern es wird direkt erlebbar. Und als letztes Beispiel, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das stellt sich im Chat, ein Spiel, was ich gemacht habe, Linguist's Lair, das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein Point-and-Click-Escape-Room, der völlig, wie ich finde, mit, ich skippe das mal hier, mit Verkaufs- oder mit Erbsachen mithalten kann. Ja? Da kann man verschiedene Aufgaben machen und so weiter. Also das zeigt einfach nochmal, wie viel man mit den neuen Systemen machen kann. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen dann nachher einen Link dazu schicken. So, jetzt bin ich aber auch dann fast am Ende und fasse nochmal kurz zusammen, was ich so an diesen Beispielen hier zeigen wollte. Das waren die Beispiele alle. Hier sehen Sie auch den Link, aber ich sehe es nachher nochmal. Wir haben halt hier natürliche Vorteile, diese zeitliche räumliche Freiheit, das hatten wir immer schon, oft verfügbar, wenn immer Studierende es wollen. Aber das Wichtige und das Neue, oder nicht unbedingt neu, aber wichtig ist, dass wir hier einen geschützten Raum schaffen. Und in diesem geschützten Raum können wir ganz, ganz, ganz viel zu machen, was neuer Wein ist. Ich sehe schon die Frage, deswegen sage ich das auch, hohe zeitliche Kosten, die man aber später wieder reinholt, da kann ich dann nachher nochmal in der Diskussion was zu sagen. Ich würde es erstmal dabei hierbei belassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, bin schon wieder. So, jetzt. Vielen lieben Dank, Herr Kreil, für die interessante Vorstellung. Und es sind einige Fragen im Chat. Ich würde jetzt einfach chronologisch vorgehen und während Sie antworten, schauen, ob sich einige vielleicht doppeln. Jennifer Schneider fragt, wie betten Sie das Quiz Major Events in the History of English und den Text, der vorher zu lesen ist, in die Vorlesung ein? Findet das im Rahmen der Präsenz statt oder im Rahmen eines Inverted Classroom Konzepts? Also die lesen den Text vorher selbst und ich habe auch dann Selbstlerneinheiten dazu gemacht, wo die Studierenden lernen, wie man einen akademischen Text liest und dann schließe ich direkt an den Text selber, schließe ich dann die Vorlesung an. Dann gibt es mir noch eine Frage, welche Aktivitäten besonders beliebt sind bei Studierenden und wie sie sich vielleicht auch Feedback einholen und das evaluieren, die neuen Elemente in der Lehre. Mhm. Also alle Elemente sind beliebt. Das, glaube ich, kann man wirklich anders nicht sagen. Das Spiel war natürlich besonders beliebt. Jetzt mache ich sehr viel Werbung dafür. Ich muss nachher noch den Link, ich poste mal gerade den Link, dann haben wir den schon mal. Ist er durch? Ja, ne? Ist durchgekommen. Ja, genau. Okay. Aber was auch sehr gut angekommen ist bei den Studierenden, war in der Tat die Tatsache, dass halt Vorlesung und Quiz oder Abfrage eben nicht getrennt war. Und dass sie halt die Möglichkeit hatten, auch eigene Daten zu, nicht eigene Daten, also Daten zu untersuchen und zu eigenen Hypothesen zu kommen. Und ich glaube, daran anschließend könnte man gleich die Frage von René Perfels anschließen, welche Effekte Sie damit erreichen konnten. Also einmal das Interaktive ist ja jetzt schon genannt worden, aber also zum Beispiel fragt er, ob es eine höhere Motivation gibt in den Seminaren, ob eine bessere Leistung in den Abschlussprüfungen vermerkt werden kann. Ja, also ich habe leider keinen Vergleich bei den Abschlussprüfungen, weil ich mit Corona auch auf ein
auf eine E-Klausur gewechselt habe. Aber die Noten waren in der Tat besser in dieser E-Klausur. Das ist natürlich nur bedingt vergleichbar mit der anderen Klausur, obwohl die auch sehr viel Multiple Choice und ähnliche Elemente hatten. Die Motivation ist auf jeden Fall höher. Das ist mir sogar in der Tat als eine sehr schöne Rückmeldung gekommen, dass halt die Studierenden plötzlich irgendwie die Linguistik ganz toll finden, dass die halt ganz viel Spaß macht. Also das war eine wirklich sehr schöne Rückmeldung. Das ist sonst häufig so ein bisschen ein Angstfach, würde ich fast sagen. So ein bisschen wie die Mathematik, ne, in der Schule. Ja. Hier sind einige Fragen gekommen zu dem, wie Sie das erstellen und wie der zeitliche Aufwand ist. Ob Sie sagen, das ist Genau. identisch mit dem Vorbereiten einer Präsenzveranstaltung und auch die Frage vielleicht damit verbunden, wie Sie das dann auch einbetten, also über welche Plattform erreichen das die Studierenden? Kann man das in gängige Lernplattformen einbinden? Ja, das kann man. Also ich binde das bei uns in Ilias ein. Das exportiert nach, also dieses Tool exportiert nach HTML5 und auch noch SCORM. Beides sind Formate, die von Ilias genutzt werden und sind damit vollkommen problemlos übertragbar. Was war noch die andere Frage? Der zeitliche Aufwand. Achso, ja, der ist in der Tat hoch. Zum Beispiel für dieses Beispiel, was ich hier hatte, also pro Vorlesungssitzung würde ich sagen, sind das ungefähr 15 bis 20 Stunden. Das heißt, es kann keine einmalige Sache sein. Ja? Aber ich reiche halt nach und nach immer wieder weitere, mache immer neue Sitzungen dazu und reiche halt nach und nach immer weiter meine Lehre damit an. Und das Schöne ist halt auch, ne, wenn die Studierenden halt jetzt im dritten Semester nochmal auf irgendwelche Sachen zurückgreifen müssen, dazugreifen wollen, dann kann ich das halt wirklich auslagern. Ich kann sagen, hier schaut euch nochmal dieses interaktive Ding an, lernt es damit, schafft es euch drauf und dann kommt ihr zu mir in die Sitzung. Das heißt also, am Ende spart man natürlich die Zeit, also die Zeit hole ich schon wieder rein, ansonsten wäre es halt wirklich nicht vertretbar, wenn das jetzt nur für eine Veranstaltung gewesen wäre und immer wieder neu gemacht werden müsste. Das heißt, so also der zeitliche Aufwand wäre ein, wenn man das so möchte, ein negativer Aspekt, der aber dann wieder reingeholt werden kann. Hier fällt nämlich die Frage, inwieweit Sie, wie bewerten Sie die Vorteile der digitalisierten Inhaltsvermittlung zu Vergleich zu deren Nachteilen, sofern Sie Nachteile sehen? Also würden Sie auch sagen, dass dieses Tool Nachteile hat? Ich würde sagen, dass die digitalisierte Inhaltsvermittlung Nachteile hat. Also ein großer Nachteil ist einfach zum Beispiel, dass ich natürlich nicht direkt dann interagiere, wenn ich das so vermittle. Ich stehe halt nicht mit den Studierenden im Hörsaal oder so. Aber ich glaube, es gibt auch andere große Nachteile, die man aber ein bisschen abfedern kann. Zum Beispiel finde ich halt gerade in Geisteswissenschaften, es ist nicht ganz unproblematisch, meiner Meinung nach, wenn die Studierenden keine Texte mehr lesen müssen. Ja, deswegen, also im ersten Semester mache ich es eben dann so, gibt es zwar auch einen Text, aber es kann alles auch über die Vorlesung, diese Online-Vorlesung gelernt werden und erarbeitet werden. Aber ab dem zweiten Semester ist es immer beides Text plus Vorlesung. Und ich finde es halt auch ganz wichtig, dass wir gerade in den Geisteswissenschaften diese Textfähigkeit nicht verlieren. Und ich glaube, da besteht in der Tat manchmal die Gefahr, weil wir als Lehrer natürlich auch uns freuen, wenn wir irgendwie alles ganz effizient und ganz shiny und so präsentieren können. Aber manchmal, und so empfinde ich das jedenfalls für mich, muss ich mich dann wirklich ein bisschen zurücknehmen, damit ich das nicht tue. Hier ist einmal die Frage gefallen nach den Gamification-Elementen. Zu Anfang hatten Sie ja die Texte gezeigt, von denen Verben Substantive rausholt und erst dann zum Schluss quasi das, was ich zumindest auf den ersten Blick als spielerische Elemente beurteilen würde. Könnten Sie da vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen? Also inwiefern diese Gamification-Elemente stark sind in dem Tool? Die sind bisher noch wenig stark, natürlich im Spiel. Das ganze Spiel ist natürlich Gamified Learning. Ja. Bisher sind die noch nicht so stark, aber ich möchte sie in der Tat stärker machen. Ich arbeite jetzt gerade dran, also es läuft wieder die Einführungsvorlesung, dass ich dann noch einen Zusatz, so eine Art Quiz-Modul mache, wo in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden die Leute dann ganz schnell Fragen beantworten können und so. Bisher waren die so stark noch nicht drin. Aber die werden jetzt stärker reinkommen. Aber ich habe also dann noch keine Erfahrung dazu,
wie gut die dann ankommen. Aber eben sowas wie das, was Sie angesprochen haben mit den Adjektiven und Nomen, sowas kommt gut an. Ja. Hier im Chat ist quasi eine kleine Diskussion, ob das nicht auch mit H5B ginge. Soweit ich weiß, ging es nicht in dieser Weise mit H5P. Also ich habe das Gefühl, H5P ist ein bisschen eingeschränkter und sozusagen ein bisschen linearer. Aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren. Also ich habe Active Presenter kennen und lieben gelernt und deswegen habe ich nie was anderes gesucht. Ja, aber ich glaube, es ist leistungsfähiger als H5P. Ich glaube, es ist vergleichbar mit 360-Degree Storyline oder so. Wie heißt das? Da gibt es so ein Tool, ich weiß nicht, das kennen vielleicht einige von Ihnen. Ich glaube, es ist eher mit diesem Tool vergleichbar. Und Articulate dann, 360, danke, genau. Und dann würde ich quasi noch eine abschließende Frage, wenn jetzt nichts weiter in den Chat kommt, aufwerfen. Und zwar, ob in dem Tool auch ein integriertes Learning, also ein Tool noch mit drin wäre, mit dem man Lernfortschritte analysieren und festhalten kann? Es ist jedenfalls nicht komfortabel integriert. Also man kann sich das selber basteln, ja, mit ein bisschen, also man kann natürlich die Variablen verfolgen, man kann auch das Userverhalten ein bisschen tracken, man kann auch die Ergebnisse bei den Fragen und so tracken, aber ich glaube nicht in dem Maß, dass man wirklich von einer richtigen Analyse sprechen könnte. Das ist nicht meines Wissens. Aber vielleicht weiß ich da im nächsten Jahr dann schon wieder viel mehr zu. Das wäre dann möglich. Ja, also es geht hier weiter auch im Chat um H5P. Ich würde jetzt einfach sagen, dass vielleicht hat jemand einen ganz tollen Vorschlag an Herrn Kreyer und der möge sich dann mit ihm über die Festival-Plattform vernetzen und vielleicht entsteht ja dann was ganz Großes draus. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für die Präsentation und möchte nochmal darauf hinweisen, dass das aufgenommen wurde. Das heißt, wenn jemand das auch nochmal anschauen möchte, ist eine Woche auf dieser Plattform zu sehen, dann auch auf YouTube, gerne teilen. Und genau, ich würde jetzt hiermit beenden, den Raum schließen und Sie zurück in die Lobby führen. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.